Momentan geht es großen Teilen der deutschen Stahlindustrie sehr gut. Hier wird gutes Geld verdient. Also können wir auch bedenkenlos unsere Forderungen stellen. Das haben sich unsere Kolleginnen und Kollegen verdient. Hier geht es natürlich auch darum, dass Menschen natürlich auch merken, dass sie in Schichtsystemen sich befinden, in Urlaubsplanungen mit klaren Regeln sich befinden und die selbstbestimmte Zeit eben immer runterfällt, die man eben natürlich auch braucht, um ganz bestimmte Sachen familiär oder auch ja, für sich selbst dann eben mal regeln zu können. Die Arbeitsplätze in der Stahlindustrie müssen durch die Ausbildungsvergütung wieder attraktiver werden. Wir haben seit September, Oktober in den Betrieben darüber diskutiert, was wichtig ist für die Kolleginnen und Kollegen, was für sie wichtig ist unter dem Punkt Zeit, was für sie wichtig ist unter dem Punkt Geld. Es gibt Unternehmen, denen geht es sehr gut. Da sind dann auch die Erwartungen der Kolleginnen und Kollegen sehr hoch. Aber es gibt auch ein paar Unternehmen, denen geht es relativ schlecht. Wir haben die Flachstahlbereiche, denen geht es erstaunlich gut. Und das tut uns auch gut, dass die aus der Krise raus sind. Wir haben die Röhren, denen geht es wirklich nicht so gut. Wir haben den Bereich Edelstahl, der sich nach langen Jahren endlich wieder stabilisiert hat. Wir haben die Gießereien und Schmieden in einer anderen wirtschaftlichen Lage. Das ist immer das Problem, die Breite der Branche auch in einer Forderung zusammenzufassen. Also Solidarität spielt immer eine Rolle. Und natürlich muss das auch letztendlich in einer Branche betrachtet werden. Und heute ging es darum, für die Branche das richtige Paket zu schnüren. Und das haben wir, glaube ich, sehr gut hingekriegt, indem wir sagen, 6% mehr Geld, indem wir sagen, eine zusätzliche Urlaubsvergütung in Höhe von 1.800 Euro mit der Option, dies in freie Tage wandeln zu können, aber auch wirklich nur für Mitglieder der IG Metall und dass wir eine überproportionale Erhöhung der Ausbildungsvergütung wollen und bei dem Thema Urlaubsvergütung für die Auszubildenden 600 Euro mehr haben wollen. Die Tarifverträge für Altersteilzeit, für Beschäftigungssicherung, auch der für den Umgang mit Werkverträglern sollen verlängert werden. Ja, und dann am Ende kam eigentlich ein einstimmiges Ergebnis dabei raus, dass die Forderung von allen unterstützt wird. Auf so eine Forderung hat man lange gewartet. Wir haben starke Leute in den Betrieben, sie sind motiviert, gerade die Auszubildenden. Alle Erfahrungen zeigen, sobald wir ein solches Paket schnüren, wo es auch um freie Tage geht, ein solches Paket schnüren, wo es um zusätzliche Urlaubsvergütung geht, ein Paket schnüren auch für Auszubildende überproportional, dann stellen sich die Arbeitgeber meistens quer. Das wird sicherlich kein Spaziergang. Wir werden da auf massiven Widerstand stoßen. Also wenn mein Arbeitgeber irgendwann mal nicht Tränen in den Augen hat, egal was er fordert, dann würde ich verblüfft mir die Augen reiben. Von daher glaube ich schon, das wird eine harte Auseinandersetzung. Und wir müssen natürlich mit den Kollegen diskutieren. Das ist eine andere Forderungsform, es ist eine andere Berechnungsform. Wir müssen jetzt mit den Kollegen natürlich auch entsprechende Maßnahmen bereden, wie wir das mobilisierungsfähig machen. Aber ich bin überzeugt, dass da genug Menschen mitziehen werden, weil letztendlich im Gesamtvolumen haben wir, glaube ich, heute einen großen Schritt nach vorn gemacht. Am 10. Januar haben wir die erste Tarifverhandlung, am 23. Januar haben wir die zweite. Am 24. treffen wir uns dann in der Tarifkommission wieder und bewerten die ersten Verhandlungsschritte. Und wenn die Arbeitgeber sich bis dahin nicht bewegt haben, am 31. Januar endet die Friedenspflicht für alles, dann sind wir ab dem 1. Februar arbeitskampffrei. Der Januar ist entscheidend, ob wir einen ruhigen Februar haben oder ob wir einen sehr aufregenden, sehr wilden Februar haben. Wir warten es mal ab.